Wort daneben, schon zweimal so viel. 300. Hi Leute, heute zeige ich euch, wie ihr ein Hundebett selber machen könnt. Für Hunde oder Katzen. Das, was wir als erstes brauchen, ist ein Pullover. Für Cookie, ich habe jetzt keinen größeren gefunden. Das ist, glaube ich, XXL oder L, na L ist ja. Aber ich habe jetzt keinen größeren gefunden. Dann braucht ihr etwas, wo ihr den Pullover ausstopfen wollt. Ich habe jetzt sowas Altes hier. Das könnt ihr dann auch später auch wieder raustun. Ihr könnt auch eine Decke nehmen. Und für die Seite, also für die Arme hier, habe ich Zeitung genommen. Dann könntest du das Ganze auch ein bisschen. Und ja, dann fangen wir mal an. Als erstes nehmt ihr einfach das, wo ihr das hier ausstopfen könnt, ihr könnt auch Zeitung nehmen und stopft mal von hier unten bis hier oben den Pullover aus. So, ich habe jetzt hier einfach schon mal das hier reingetan, aber es ist jetzt schon ein bisschen bequem, aber ich mache es noch ein bisschen bequem und hole einfach noch so einen Bettbezug rein. So, wenn ihr es ein bisschen bequem gemacht habt, ich habe jetzt einfach mir jetzt mal zwei Bettdecken reingetan. Es ist jetzt schon richtig weich geworden. Kommen die Ärmel dran. Bei den Ärmeln ist es wichtig, dass ihr die nicht ganz mit Zeitung oder... Ich habe jetzt hier noch die Kopfkissenbezüge genommen. Einmal den und einmal den. Dass ihr die nicht bis ganz vorne, sondern nur bis hier ungefähr. Oder bis hier. Weil sonst kann man das nicht mehr zusammenbinden. Gut. Dann machen wir das mal. So, das habe ich jetzt gemacht. Dann nehmt ihr einfach diesen Ärmel da und tut ihn einmal hierher. Dann ist hier schon mal so eine kleine Lehne. Und beim anderen macht ihr das genauso. So, und jetzt habe ich es fertig. Es sieht ein bisschen klein aus. Es ist auch klein. Also, ich weiß nicht, ob Cookie da reinpasst. Aber es ist bequem, es hat eine Lehne, es hat hier hinten eine Lehne, also es ist perfekt für Katzen. Und jetzt probiere ich einfach mal, ob Cookie da reinpasst. Da ist die Kamera. Also Cookie passt leider nicht rein, aber meine Katze passt sicherlich rein. Ich schaue jetzt mal kurz, ob ich die finde und dann zeige ich euch die mal. Ich habe es jetzt hier hingestellt. Hier hat meine Katze noch ein anderes Bett, das sieht man schlecht. Und hier drin zwei Box. Und hier liegt sie. Gerade Tina. Ja, sie heißt Tina. Und sie ist leider schon ein bisschen älter. Sie ist schon 8 Jahre alt. Ich glaube 8 oder 9. Wir haben sie damals gefunden. Dann ist sie 2 Wochen bei meiner Oma gewesen. Und dann hat sich einfach niemand gemeldet. Da war sie, wie alt war sie? Die war da erst 2 Wochen oder 3 Wochen alt. Dann haben wir sie mit nach Hause genommen. Tina. Ja, und ich sag dann mal tschüss. Leute. Ja, rauf hin. Bis zum nächsten Mal.